Barmherzigkeit kann eine Form der Verachtung sein, je nachdem, in welchem Kontext sie auftritt. Hast du eigentlich schon mal einem Obdachlosen eine Obdachlosenzeitung abgekauft? Bis zum heutigen Tag tatsächlich noch nie. Und warum nicht? Einfach deswegen, weil ich mich bis jetzt für das Produkt nicht sehr interessiert habe. Das heißt, keine Leistung, die dich interessiert, kein Geld? Ganz genau. Jemand bietet mir etwas an, ob ich das kaufen möchte oder nicht. In dem Fall wollte ich es bis jetzt noch nicht kaufen. Aber es kommt ja relativ häufig vor, dass Leute sagen, ich will die Zeitung nicht, aber ich gebe ihnen trotzdem 2 Euro. Was sagt das aus? Meines Erachtens ist das nichts anderes als eine Geste der Verachtung. Es ist so, als ob man insgesamt jeden Verkäufer behandeln würde wie einen Bettler. Man geht ja auch nicht in den Supermarkt und drückt der Verkäuferin einfach 2 Euro in die Hand. Also Barmherzigkeit ist zu wenig. Es muss schon Respekt sein. Genau, auf jeden Fall. Barmherzigkeit kann eine Form der Verachtung sein, je nachdem, in welchem Kontext sie auftritt. Hast du heute schon einem Bettler was gegeben? Nein, heute noch nicht. Und prinzipiell? Prinzipiell hängt das davon ab, wo ich bin. Ja, also wenn ich in Indien bin, zum Beispiel, gebe ich unter bestimmten Bedingungen schon Geld. Dort, wo ein Sozialstaat besteht wie hier, würde ich persönlich niemals Bettlern etwas geben, denn es sollte gar keine Bettler geben. Und was sagt das über dieses Land, dass eben doch Leute betteln müssen, obdachlos sind? Dass wir noch keine idealen Bedingungen erreicht haben. Und man könnte sagen, es ist ein Kriterium dafür, ob ein Staat gelingt, ob es in ihm überhaupt noch Obdachlose gibt. Und wir haben es nicht weit gebracht, demzufolge. Wir haben natürlich tatsächlich noch Probleme mit Obdachlosigkeit, echte Obdachlosigkeit. Die sind aber wiederum eine Konsequenz unserer zu komplizierten Bürokratie.